Jacqueline, wo bleibst du denn? Jacqueline, du willst doch, dass der Papa nicht gerne fort ist. Ich komm ja gleich. Jacqueline, sag mal, du spinnst wohl. Die bleibt an und kommt mit, sonst könnt ihr alleine fahren. Naja, lass schon sehen, was der Papa dazu sagt. Der Papa. Ist mir schnulli, was der Papa dazu sagt. Na, wo ist er denn überhaupt, der Papa? In Leipzig, mein Opa. In Leipzig. Ausgerechnet heute, hä? Na, nur recht ich nicht auf, das ist halt dein Ding. Soll eine Überraschung sein, hat er gesagt. Oh Mann, Udo, eine Überraschung, ey. Vielleicht kommt er mit Opas neuen Auto her. Udo ohne Schorsch. Das ist doch wie ein Deckel ohne Keksdose, Mann. Papa, das wird Zeit. Guck mal hier, guck mal, alles hier ein bisschen automatisch. Die Blende, die Zeit, der Film rubbelt automatisch rüber und so kommt er raus. Und so geht er wieder rein. Weltniveau. Doch immer Horstel. Udo und Schorsch, seine alle Seifengäste. Ich sage dich, Schicks, meine ganze Freizeit hat er gefressen. Ich habe mehr unter meiner alten Papi gelegen als auf meiner Frau. So geht er raus. So kommt Opa er rein. Ist neuer Japaner. Ja. Udo, alter Bagalude. Wie geht's um deinen Tobe? Jacqueline, komm raus. Hä? Komm raus, sofort. Adi, oh, bitte nicht am ersten Ferientag. Aber der Fetzen bleibt hier. Oh nee, hast du Ulle oder was? Das siehst du aus, sofort. Na, wenn du meinst. Hey. Jacqueline. Los, und leckt! Eine Box. Hey Udo, wohin sollen die Reise gehen, wenn man mal fragen darf? Neapel! Was? Neapel! Hey, so kommst du nicht mehr bis Leipzig! Vor dem Besuch werden wir stehen, alle Viere. Aber raucht oder nicht? Und auf dem Film ist der Beweis. Nicht wahr, klar, Neapel, Neapel. Das ist ja noch alles erhoben.
Ich muss gestehen, dass meine Reise eigentlich eine Flucht war. Vor all den Unbilden, die ich unter dem 51. Grade erlitten. Dass ich aber Hoffnung hatte, unter dem 48. ein wahres Gosen zu betreten. Na Mama, guck mal am Handschuhfach an der Seitentür noch. Die italienische Reise von Goethe? Das ist unser Kompass. Besser wie jede Straßenkarte. 200 Jahre alt, aber heute immer noch aktuell. Bist du auch eine, Jackie? So im Abschluss soll Stress stehen. Wenn ich das schon rieche, kriegst du ein Völlegefühl. Kann ich nicht. Meinst du, dass man mit dem Buch bis nach Neapel kommt? Die italienische Reise der Familie Strutz. Erste Station, Reisensburg. Da werden sich Onkel Bernd und Tante Gerda auch freuen. Halt das Geplärre ab! Mama, sag doch Oma was! Du bitte so, das sehen schon, was dir schmeckt. Ne? Ne, ne. Meine liegt auf dem Küchentisch. Ich mach nicht vor weiter, Papa. Du brauchst das sowieso nie bei deinem Stress. Zwei Stunden sind wir da. Nur bei Rückenwind. Mein Cabrio ist echt Deli, du. Wie schnell sind wir denn? 120! Pass mal auf, dass dir die Pappe nicht um die Ohren fliegt, ne? 120. Schorsch, das ist deine persönliche Bestleistung. Du hättest nur nicht so getreten, Vati. Quatsch. Ich muss den Benzinhahn umschalten. Den Sauerstoffstoff werden wir auch noch überleben. Deine Schwester. Ich hab's gewusst. Irgendwann stehen uns vor der Tür die Sachsen. Mit einem ganzen Klump. Schaut aus wie eine Türkenkarawane. Alfons. Abräumen. Kinder, wir Sachsen, wir sind helle, das weiß die ganze Welt. Und sind wir mal nicht helle, dann haben wir uns verstellt. Oh mein Gott, dass du das mal kennst. Komm, geht schon mal rein. So, hier ist einer. Na ja. Ach, guck her. So, sitzt euch wieder. Tja. Hm.
Na, eine schöne Schrankwand habt ihr. So, was haben wir bei uns natürlich früher nicht so einfach. 9.895 Mark inklusive Mehrwertsteuer ist im Prinzip praktisch geschenkt, du weißt. Was kann ich euch jetzt nur anbieten? Oh. Da langt's nur ordentlich zu, gell? Ach, Gerda, das wäre aber nicht nötig gewesen. Udo, und du immer noch der fleißige Deutschlehrer auf die Spuren vom Goethe? Ja. Jetzt fahren wir sogar nach bis nach Neapel. Nö. Ja, ist jetzt der Goethe auch nach Regensburg gekommen? Regensburg. 5. September 1786. Heute schreibe ich unter dem 49. Grade. Er lässt sich gut an. Der Morgen war kühl, aber es entwickelt sich ein herrlich gelinder Tag. Das Obst ist nicht sonderlich. Ich sehne mich nach Trauben und Feigen. Ja, und Jacqueline, du bist ja schon eine richtige Frau. 96, 68, 96. Ach, echt? Jetzt geh, Alfons, zeig doch der Jacqueline mal dein PC, gell? Nu. Jacqueline, das da ist mein Monitor. Dahinter ist der Drucker. Und das ist die Maus. Die, ja. Mit der geht man ins Programm. So. Und aus dem Menü. Da kommst du in ein neues Programm. So einfach ist das. Aha. Ja. Und wenn du wissen willst, was da drin steht, da gehst du hin mit der Maus. Und da. Und papp. Schon bis im neuen Programm. Da schau her. Da habe ich mir gedacht, das ist doch im Prinzip leerstehender Wohnraum. Und habe erst einmal ein paar Türken einquartiert. Und wie ich den Knoblauchstang endlich wieder herausgehabt habe, habe ich mir Aussiedler genommen und dann Übersiedler. Weißt du, das sind 50 Mark pro Tag, verstehst du? Inklusive Mehrwertsteuer. Im Prinzip geschenkt. Nein. Pro Person, also musst du mal 4 nehmen, sind 200 Mark Cash auf die Hand, gell? Und da sagt man immer, denen geht's so schlecht, gell? Ich meine, da hab mich als normal denkender Mensch gesagt, schau doch mal nach, wie es deinen Landsleuten so geht, draußen im Garten an der frischen Luft, du, und ich schau da einer in diesen Scheißkübel. Alles voll. Da sag ich mir doch als normal denkender Mensch, wie kann einer, der angeblich nichts zum Fressen hat, wie kann der so viel scheißen? Okay? So, aber jetzt kommt erst einmal da einer. Macht es euch gemütlich. Da könnt ihr euch einmal richtig schön ausschlafen. Okay? Das ist ja gut. Ein Duschklo mit Brause über der Schüssel. Echt, Deli. Jacqueline, da habe ich noch ein Betttupferl für dich. Und grüß deine Maus, ne? Ach so, das habe ich noch ganz vergessen. Das ist, eigentlich ist das ein Püppi sein Hütten da herin. Komm, Püppi. Sicher, da könnt ihr gar nicht schlafen. Also, schöne Nacht, Püppi. Schlaft's gut. Na dann, gute Nacht.
Dank. Mach's gut. Und gute Reise. Jacqueline! Wenn ihr mal wieder vorbeikommt, da habe ich vielleicht schon ein neues Programm. Und das zeige ich dir dann. Na, tschüss! Das ist der Motor! Na, das war's! Das ist die Zylinderkopfdichtung. Das riech ich. Notruf München. Udo Struth. Bitterfeld. Typisch Udo. Quatscht und quatscht eben die Ohren voll. Was ist denn das für ein Wagen? 601. Ein Porsche? Nein, Trabant. Na, da hoffe ich bloß, sie haben eine Schere und einen Kleber dabei. Mahlzeit. Bitterfeld? Lunde. Potsdam. Angenehm. Nehmt doch einen Kaffee neu. Zylinderkopfdichtung. Viel schlimmer. Das Herz? Das war mal ihre Zündvorrichtung. Schmierfilz ist verkohlt. Tja, reparieren oder Friedhof? Operieren. Da müssen wir durch. Wie heißt sie denn? Schorsch. Auto ist auch nur ein Mensch, ne? Mach es lieber den BMW vom Haslinger fertig. Jawohl, Haslinger fertig machen. An so einem Trabant kann man nämlich noch erkennen, warum ein Auto überhaupt fährt. Charlie? Und warum nicht? Wollen Sie doch mal reingucken? Nicht nötig. Das Ding hier baue ich Ihnen mit verbundenen Augen. In einer Stunde auseinander und in zwei wieder zusammen. Ich habe nämlich 20 Jahre lang Trabis repariert. Nur Trabis. Moment. Charlie!
Fertig? Ja, fertig. Nach 619 Mark 52. 619? Inklusive Mehrwertsteuer. Stellt sich. Bar oder mit Scheck? Bar. Bar. Dafür sind die Ersatzteile original aus Zwickau. Sachsenwerk. Aus der guten alten Zeit. Guten? Alten. Der Hasslinger ist da. Ja, da steht er doch um die Ecke, sein Siebener. War sowieso nichts dran. Nö, Reisekasse ist hin. Komm, Papa, fahren wir wieder heim. Na, ich kann ja eine Runde beben gehen, hä? Das ist die Idee, hä? Damals ist sie, gell? Ja. Ja, wir haben nämlich damals ein Gogo gehabt, wissen Sie? Weißt du es noch, hä? Ja. Wenn wir damit in die Berge gefahren sind. Rot ist er gewesen. Ja, und. Okay. Und Fritz hat er geheißen. Fritz, ja. Nee. Na ja, jetzt wollten Sie es noch. Sie werden es gut brauchen, Keller. Hä? Nee. Wer sein Auto so pflegt, der muss ein gutes Herz haben. Also, na, aber hier. Alles Gute für dich. Lass das. Hä? Nein. Das gibt's doch nicht. Nur wenn er nach Neapel fahren soll, muss er das aushalten. So, jetzt ist Feierabend. Schon? Na, guck mal, es läuft doch. Nach 5 Stunden, fast 1000 Mark. So viel verdiene ich ja nicht mal in der Woche. Die Hälfte ist Platzmiete. Für Gerechtigkeit muss Schuss sein. So, dann nehme ich nur die Hälfte. Das macht was. Grüß Gott. Papa, komm mal schnell. Wahnsinn! Das kann ich doch nicht machen! Das geht doch nicht, dass du ungezogen! Das kann doch nicht wahr sein, aber. Das bin. Ah, aus, du! Das ist doch kein Spielzeug, du! Das ist ein Trabant, du! Mach hin! Hau ab! Mama, komme! Das kann doch nicht wahr sein, du! Nee, was denn die nochmal, du? So, nun geht's ab nach Rom. Jetzt geht's in die Koje. Was? Du auch, Jackie? Ich esse erst, wenn wir in Italien sind. Nur sag mir lieber, wo wir heute Nacht bennen, hä? Na gut. Pension Sachsenruh. Pension um Sachsenruh?
Mich laus der Affe. Nee. Standardausführung. Oh, oh, ich, oh, ich hab da vielleicht einen steifen Hals. Wo war ich? Total verrenkt. Was wollt denn ihr jetzt noch im Kaufhaus? Rita braucht ihren neuen Badeanzug. Nur mit ihrem alten, da kannst du doch nur noch im Stummfilm auftreten. Oder wie willst du, dass deine Frau in Italien am Strand rumläuft? Max? Max? Kommt überhaupt nicht in Frage. Ob... Ja. Dort ist ein Parkplatz. Wo? Zu spät. Fahr weiter. Jetzt bin ich wohl an allem schuld. Ja, wenn du nicht nach vorne guckst. Dort ist wieder einer. Wo denn? Dank ist nichts passiert. Was nicht passiert? Die Stoßstange. Nicht bloß die Stoßstange, Mensch. Ein Auto ohne Stoßstange, das ist wie ein Mensch ohne Nase. Oh, nee, nee. Wo kriegst du jetzt eine neue her? Parknase? Du kommst Schrottplatz. Macht euch zum Kaufhaus, aber ich sage euch, um drei treffen wir uns am Stachus. Und du, Mama, du kommst bis Neapel nicht mehr an Steuer. Lieber verrückt als von gestern. Der blanke Wahnsinn.
Echt, Deli. Wenn du damit ins Wasser steigst, da kocht der Riviera. Sündhaft teuer ist er. Also, ein bisschen Sünde tut Udo da gar nicht schlecht. Sei Goethe war ja schließlich auch kein Kostfechter, hä? Und dann nichts nehmen, das mag ich, das haben wir gern. Das ist Originalseide aus Paris. Aus Paris? Der von uns? Was? Aus dem Chemiefaserwerk? Na klar, den nehme ich. Die Kasse ist da hinten. Wir sehen uns später, ich geh bloß noch ein bisschen gucken. See you later, Mutti! Ja. Grüß Gott, ist ja Selbstbedienung. Schau an. Original Zwickauer Sachsenwerke. Ja, wie ich Ihnen gesagt habe, originaler geht's nicht. Was brauchen Sie denn heute? Originale Stoßstange. Schauen wir mal. Original. Nee, lassen wir mal. Gut. Mahlzeit. Schuss! Hä? Mein Auto! Ali! Das ist mein Auto! Ja, wir. Warte ich noch? Und die behauptet, das ist ein Schrottplatz und kein Parkplatz, gell? Mach's denn da, wie ein Lidia. Du kannst nicht dafür. Du bist immer bloß gelaufen und gelaufen. Also, ich zieh da um an der Haare, du. Die Kleine da drüben ist bestimmt aus Sachsen. So was rieche ich bis hierher. Da nehme ich Witterung auf wie ein Trüffelschwein. Hey, Kleine. Magst du einen Bananencheck? Bist du aus München? Nee, aus Bitterfeld. Bei Leipzig. Schau dir das an. Da laufen die Sachsen bei uns ungeniert als Sparschwein rum. Hier, Charlie, gib mir einen Zombie. Noch kein Haar am Sack, an Kamm in der Tasche, hä?
Da wird der Udo auch Augen machen, ne? Neapel? Mit der Plastikdose? Die rollen euch schon am Brenner rückwärts wieder zurück mit dem ganzen Gepäck. Wisst ihr was? Ich nehme euch Huckepack. Das merkt kein Mensch. Bei dem Schrott fällt der da ja nicht auf. Der sieht da eh aus wie schon zweimal gefressen. Na. Das ist wie ein bisschen schön hier. Mensch, da sparen wir den Mautgebühren. Das ist Spaghetti Bolognese und Pizza? Ne, wenn der Papa nicht wieder das ganze Geld in Schorschen einsteckt. Gott, wo bleibt denn der eigentlich wieder so lange? Ne, so fährt spät der, ist er wahrscheinlich beim Pinkeln eingepennt. Kann doch nicht wahr sein. Oh! Sehr schön, ne? Sehr schön, ne? Schau mal, sind Sie wahnsinnig? Oh, das ist unser Papa. Steig ein. Na komm, Papa. Los. Drüben. Den Unterschied zwischen einem Kaugummi und einem Trabi? Gibt's gar keinen. Wenn du drauf trittst, kleben Peter am Schuh. Ah, ist ja gut. Kleben Peter am Schuh. Und wie kann man den Wert eines Trabis verdoppeln? Indem man ihn voll tankt. Voll tankt. Was ist der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Kondom? Gibt gar keinen. Beide behindern den Verkehr. Kennst du den? Der Trabi landet im Straßenjahr genau neben dem Kuhfladen. Da sagt der Kuhfladen,
Was bist du denn für einer? Da sagt der Trabi, ich bin ein Auto. Da sagt der Kuhfladen. Wenn du ein Auto bist, bin ich eine Pizza. Pizza wo? Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld. 118 Trabi-Witze. Grüß Gott, mein Schorsch, dass du keine Ohren hast. 8. September 1786, Brenner. Die Postillone fuhren, dass einem Hören und Sehen verging. Und so leid es mir tat, diese herrlichen Gegenden wie im Fluge zu durchreisen, so freut es mich doch innerlich, dass ein günstiger Wind hinter mir herblies und mich meinen Wünschen zujagte. Ist gut. Hast du schön gesorgt, Mama. Schalt die Affenmusik aus, aber sofort. Das heißt denn ja, sind kommende. Vai, 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 va bene, vai, vai. Was ist jetzt los? Das gibt's doch nicht. Was ist? Dai, dai, va bene. Bilden die sich ein, die Lackaffen, die Mafioso, Paparazzi. Boah, Schwein gehabt. Riechst du was, Rita? Nee, wieso? Keine Kohle, kein Staub, kein Dreck, nicht. Überhaupt nicht. Auch ich in Arkadien. Das ist ein bisschen so wie am Nauendorfer See. Total Deli, wa? Fast so gut wie Onkel Bernds Duschklo, hä? Ich gucke mal, was der Udo macht. Kommst du mit? Nee, ich bleib noch einen Moment. Bist du so schön warm hier? Schorsch, bis hierher sind wir. Der Schmierfeld scheint wahrscheinlich doch nicht schlecht zu sein. Original Zwickau, Sachsenwerke. Ein bisschen Dreck von daheim dran. Bitterfeld. Mal sehen, was das Wasser auf der Batterie macht. Oh ja, da kriegst du dann noch ein bisschen. Jacqueline! Ja! Schalt die Affenmusik aus, aber sofort! Where is her mother? My mother is swimming in the pool.
will see. Nice. And your father? My father is asleep in the car. Jacqueline, wo ist denn der Papa? Psst, weck mich auf, der liegt schon in sein Himmelbett. Und die zwei? Dort unten ist eine Feier, gucken kostet ja nichts. Kommst du mit auf der Rupse? So, nee. Da rufst du halt einen Kettel über. Meine Sachen sind im Auto. Lass den Papa, der braucht seinen Schlaf. Uno momento. Escusado. Jetzt hupst du erst mal hier in das Grüne rein. So. Oh, Kind. Damit kommst du jetzt nicht so an. Lieber? Oh. Und dann hups. Was ist denn das? Das ist mein bestes Stück hier. Los, nein. So. Und so. Und so hoch das Ganze. Los. Schuhe. Kind.
wir auf Rangierbahnhof hier. Jacqueline, halt dich fest vor ein paar Meter weiter. Hey, was ist denn eigentlich hier los, hä? Der Papa sucht uns nur ein lausches Plätzchen. 2 Minuten kannst du weiter schlafen. Scheiß Plaste. Nee. 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 Was hast du denn? Na, vielleicht hat man was gestochen, hä? Gibt's denn da zu feixen, hä? Oh, nee, du. Der blanke Wahnsinn, echt, Eli, du Mann. Da waren richtige Profis dran. Du sollst drauf hören, aber sofort. Hör auf. So, das war's. Die Mutter ne Hure und der Vater ein Schlächer. Schöne Eltern hab's. Ich seh's ja nie wieder, doch. Na, nun mach doch was! Jetzt seid ihr mich endlich los, hä? Wo willst du denn hin, Kind? Das tapsche Hund kommt schon wieder. Aber meine Reifen, ne? Das nur tun. Deine eigene Tochter, Mensch. Tut mir doch auch noch weh. Jacqueline!
Ja, gute Heimfahrt nach Bitterfeld. Oh, nee. Wie kann man nur so blöde sein und sich alle vier Reben unterm Hintern klauen lassen? Nun, du kannst Samen alle Beete, wenn du willst. Los, hier auf der Stelle. Scheiße. Komm, Jacqueline. Deck dich. Ja, komm. Weißt du was, Jacqui? Du Mama fährt heute im Gepäcknetz und du als Co-Pilot beim Papa auf dem Schleuder sitzt, hä? Dumme. Gardasee. 12. September 1786. Ich befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande. Erstlich haben die Türen keine Schlösser. Der Wirt aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sein und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde. Antipodes! Heute Abend zelten wir vor den Toren der ewigen Stadt. Vor? Wir fahren nein, mitten ins Gewühle. Und wo willst du schlafen? Pension Sachsenruhe. Wo sonst? Your eyes shining bright, full of hope, full of joy. The shadows between us forever destroy. How often the changes do come overnight, and sparkling horizons creating new light with tears of laughter all around. The walls return to the ground. White doves have crossed the borders, a symbol of the dawn, demanding love and understanding. We've opened up our hearts. A new age has been born. No prejudice, no more envy. Die Porta del Popolo. So ist er reingefahren nach Rom. Ja. Nun, wer wohl? Johann Wolfgang von Stuhl. Genau. A magical planet revolving in space. We have to care for, we have to save. Let's ride on the rainbow and reach for the star. What seemed to be distant is no longer far. This time we'll take you. Via del Corso. Wie hat er gewohnt, der Goethe? Numero 20. Guck mal dort die spanische Treppe. Jetzt sitzen wir morgen früh um 11 Uhr bei Espresso und Hörnchen. Dann machen wir ein Foto, Jacqueline. Ein Foto? Wie, wovon denn? Wovon von Rom, Mensch? Jacqueline, ist noch raus. Ich verwackel. Nee, das sagt doch nicht was. Opas neuer Japaner. Oh, nimm mit mir, du den machst Quatsch. Jacqueline, wo willst du denn hin? Bleib hier. Mama! Einer muss auf Entschuldigung. Mama! Taxi!
Jacqueline! Ja, Mann! Wechseln die ins Inns. Bandito Zapzrap. Fotoapparato fuggicato. Capito? Guardi, questo è il modulo per la denuncia, si deve fare un verbale. Eccolo qui. Mafiosi, Knatterapeng, Multimoneti. Lire. È chiuso. Mi spiace, è chiuso, signora. Maresciallo, faccia accomodare la signorina. Brigadiere, prego, prego. L'ufficio è chiuso, torni domani. Avanti, avanti, anche voi, tornate domani. L'ufficio è chiuso. Prego, prego. Prego, prego. Sono abgeben. Prego, prego. Avanti, 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 avanti. Mamma mia. Der Kerl hat eine Bluse offen gewissen, da kann er dir eine neue kaufen. Mensch, du stehst da noch völlig unter Schock. Du weißt doch gar nicht, was du tust. Los, die Kohle hau mir jetzt auf den Kopf. Ach, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt gehen wir erst mal duschen. Duschen? Na freilich. Ach Mensch, wo ist denn nur der Papa? Der Papa, der hat einen Schorsch, der Papa, wie eine Schildkröte ihren Panzer. Und wenn wir heute nicht treffen, dann spätestens morgen früh um 11. Spanische Treppe, Espresso und Hörnchen. Senor, spanische Platz. Und die Treppe ist. Piazza di Spagna. Ja. Non è facile, allora. Vai sempre giù dritto, poi c'è una grande piazza, giri intorno così. Poi vai a sinistra, poi ancora dritto e poi ancora a destra. Piazza, giri a destra, poi a sinistra di qua. Vai sempre dritto, e c'è una piccola stradina, giri dentro così. Ok? Ok, spasiba. Signora, prego. Und der Papa? Oh, nee. Duschen hast du gesagt, wolltest du? Eben, auf Fürstplatz. Die Suite Paradiso. Grazie. No, signora. Buonanotte, signorina. Wiedersehen. Buon appetito. Grazie. Wenn jetzt nur der Papa hier sein könnte. Nur der wird das Bett krachen.
Nehmen wir den als Nachspeise? Sag noch meinen Kumpel holen, machen wir einen Vierer. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Haben die Damen sonst noch einen Wunsch? Ma che è sta travanda? È una macchina questa. È la sua, hai la visto? Manco ci credo io. Senti, ci offre un po' di champagne, dai. Quello buono! Ma no, prendisi, dai! Quello buono! Eccolo qua! Sì! Senti una cosa, questo è il nostro amico tedesco, Udolino! Udo? Ah, Udo! Piacere, sono Udo! Denkst du an Udo? Oh, keine Angst, Rita. Morgen hast du ihn wieder, dein Papa. Und Schorsch kann er sich doch nicht verlaufen. Jackie. Hä? Ich glaube, ich bin schwanger. Eine Frau fühlt es. Ey, du spinnst doch. Auf Udo. Wohl mal wissen. Na, wo soll er denn sein? Pension Sachsen. Salute. Oh, wie fühle ich in Rom mich so, Frau. Gedenke ich der Zeiten, da mich ein gräulicher Tag im Norden umfing. Trübe der Himmel und schwer auf mein Scheitel sich senkte. Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag. Nun umleuchtet der Glanz des hellen Äthers die Stirne. Phöbus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor. Sternhell glänzet die Nacht, die klingt von weichen Gesängen. Und mir leuchtet der Mond heller als nordischer Tag. Für dich, Mama. Udo Strutz, das ist dein Tag. Hey, guarda quello in centro. Guarda, ce ne spiace di spalle.
Dai, adesso bevi il caffè. Mm? No. No, troppo. E coraggio. Mm? February 17, 1786. Von der Schönheit im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man, ohne es zu gesehen zu haben, keinen Begriff. Nee. In Schorsch haben wir dich gezeugt, Jacqueline. Zur Entbindung gefahren. Dann haben wir dich geholt. Schorsch war unser Trauzeuge. Psst. Warte mal. Ich höre nicht. Ganz deutlich. Schorsch. Schorsch. Mensch. Untenrum sieht er noch ganz gut aus. Die Schweller. Mensch, sind die noch gut. Vorsicht! Ach, du Schatz. Oh, ey, Cabrio. Echt Teeleder! Wo hast du denn deinen Hut? Schorsch, Schorsch, das ist doch eine gute Seele. Oh Gott, nee. Das? Der Spiegel ist noch ganz. Da. Das brauchen wir nicht mehr. Hm?
Rita, ihr Trabantenfahrer. Wir sind doch der härtesten. 9. März 1708, Schneeapel. Das ist das Angenehme auf Reisen, dass auch das Gewöhnliche durch Neuheit und Überraschung das Aussehen eines Abenteuers gewinnt. Kleine! Ab geht der gelbe Wagen mit der Gelbe! Ja! Aber Schossel, bis hierher sind wir da! Der Wagen ist jetzt auch ein bisschen geräumiger, ja? Den Platz werden wir auch brauchen. Nur fahr weiter, sonst sind wir in 9 Monaten noch nicht heime. Shining bright, full of hope, full of joy. The shadows between us forever destroy. How often the changes do come overnight, like sparkling horizons creating new light, with tears of laughter all around. The walls return to the ground. White doves have crossed the borders, a symbol of the dawn, demanding love and understanding. We've opened up our hearts, a new age has been born. No prejudice,